eine weitere Folge von Kleine Küche, große Träume. Heute mit einem halben Wunschrezept. Es hat sich jemand gewünscht, ja, aber nichtsdestotrotz ist das was ich früher oder später eh vorgestellt hätte. Einige Vegetarier oder Veganer haben sich immer beschwert, dass sie in den Kanal zu kurz kommen. Und leider Gottes muss ich wohl gestehen, dass diese Beschwerde nicht ganz umsonst kam. Also heute mal was Vegetarisches. Nicht ganz vegan, da ist Ei drin, aber vegetarisch zumindest. Also ja, ein Teil der Leute dürfte sich da angesprochen fühlen. Heute geht es um eine Salatsoße und zwar meine Lieblingssalatsoße, die Thousands Island. Das Thousands Island Dressing. Das gibt es ja auch unter dem Namen so direkt hier zu kaufen. Kommt eigentlich aus den USA und aus dem Norden. Ja, was wir brauchen, das sehen wir jetzt. So, hier sind die Zutaten. Was wir brauchen, ist Mayonnaise. Ihr seht hier keine Mayonnaise. Das liegt daran, dass ich die selber machen möchte. Weil Kochkanal, da nehme ich keine Fertigmayonnaise, die mache ich natürlich auch mal selber. Außerdem kann ich euch dann gleich zeigen, wie man sowas macht. Für die Mayonnaise brauchen wir ein Eigelb, etwas Senf, Zitronensaft und Öl. Das ist tatsächlich alles. Mehr braucht man für eine Mayonnaise nicht. Und dann geht es weiter zum Thousands Island Dressing. Da brauchen wir Essig, ich habe hier Weißweinessig, etwas Tabasco-Soße, Milch, Schnittlauch und Paprika. Und zwar sowohl in Form von richtiger Paprika, der roten hier, als auch als Paprikapulver. Da dann bitte nicht das scharfe, sondern nur das milde. Und das ist alles, was wir brauchen, um eine leckere Salatsauce zu machen. So, jetzt geht's in die Küche. Dann zeige ich euch, wie ihr damit umgehen müsst. Erster Schritt, Mayonnaise herstellen. Also, wie gesagt, ist eigentlich ein Basic, kommt auch in meine Basic-Playlist. Was wir brauchen, ist ein Eigelb, das habe ich hier jetzt schon mal in die Schüssel gepackt. Dazu kommt etwas Senf. So, ich packe das mal so, dass man sehen kann, das ist jetzt ein guter Teelöffel. Wir brauchen etwas Zitronensaft. Ich habe jetzt hier, wie gesagt, den frischen. So, das soll auch lang. Etwas Salz. Und etwas Zucker, der kommt aber erst am Ende. Das Ganze verquirlen wir jetzt. Kann man das noch sehen? Ja. Und dazu kommt jetzt Öl. Insgesamt ein Achtel Liter, also ganz schön viel. Die Leute wissen schon, warum sie versuchen, Mayonnaise mit einfacheren Light-Sachen zu ersetzen. Wie gesagt, Achtel Liter Öl. Und der wird, wichtig, ja, am Anfang nur tropfenweise dazugegeben. Also ganz, ganz langsam dazugeben. Erstmal alles verrühren. So, und nach, die Schüssel ist eigentlich ein bisschen groß, aber ich möchte danach ja das Thousand Island Dressing machen. Deswegen lasse ich das jetzt mal so. So, ihr könnt das vielleicht sehen, dass das schon ein bisschen dicker wird. Weiter geht's. Wieder ein bisschen Öl rein. Irgendwann fängt das dann an, weiß zu werden. Die ganze Welt kennt den Tennisarm, aber den Rühr- oder Kocharm, den kennen die wenigsten. Wenn ihr das nachmacht, dann wisst ihr genau, wovon ich rede. So, da rein kommt jetzt noch etwas Zucker. Das ist ein halber Teelöffel, ist Teelöffel. Und fertig ist die Mayonnaise. Die könnt ihr jetzt natürlich gerne abschmecken, mit was auch immer ihr da drin haben wollt. Ihr könnt das weiterverarbeiten zu einer Remoulade oder eben in diesem Falle zu einem Salatdressing. Aber das kommt gleich. Ein kleiner Nachtrag noch.
wem das zu dick ist. Die ist also, man sieht das hier jetzt schön, die ist wirklich relativ dick. Wem das zu dick ist, der nimmt sich einfach ein bisschen Wasser und verdünnt das. Wichtig, nehmt wirklich nur ein bisschen Wasser, denn wenn ihr da jetzt, na, ich sag mal 20 Milliliter Wasser reinkippt, dann wird das alles sehr, sehr dünn. Also arbeitet da lieber mit Tee statt mit Esslöffeln. Das wollte ich nur noch kurz erwähnt haben zur Mayonnaise. Jetzt geht's weiter mit dem Dressing. So, wie ihr sehen könnt, nehme ich jetzt für das Dressing doch eine andere Schüssel. Das war nämlich zu viel Mayonnaise. Also weniger Mayonnaise machen funktioniert tatsächlich nicht, weil wir haben da jetzt ein ganzes Eigelb drin. Mit einem halben Eigelb arbeiten ist dann irgendwo auch ein bisschen unrealistisch und albern. Also, den Rest von der Mayonnaise kann man immer noch anders verwenden. Mal wegen ein paar Sandwiches machen oder so. Jetzt konzentrieren wir uns aber hier mal auf das Dressing. Also, zu der Mayonnaise geben wir Paprika, fein gewürfelt. Das ist jetzt ein ganz kleiner Teil der Paprika nur. Die könnt ihr also auch gerne für den Salat danach benutzen. Das sind ja so 2 Esslöffel. Dann mein persönlicher Tabasco-Ersatz, weil ich die Tabasco-Soße nicht gefunden habe. Davon brauchen wir aber nicht allzu viel. Also ein bisschen aufpassen. So. Dazu kommt ein ganz kleiner Schuss Essig. So, und ein halber Teelöffel von dem Paprikapulver. Und dann vermischen wir das Ganze erstmal. Also halber Teelöffel Paprikapulver. Na los, komm hier raus. Das will alles so nicht. So, halber Teelöffel per Definition. Gut, also alles vermischen. Und ihr seht, das ist jetzt gerade sehr, sehr dick. Das wird jetzt also verdünnt. Dafür könnt ihr entweder Joghurt nehmen oder aber, ich hatte euch ja gesagt, wir brauchen Milch. Ich nehme dafür also etwas Milch. So, also einen guten Schuss Milch da rein, damit das Ganze auch so ein bisschen Dressing-Konsistenz bekommt. Könnt das natürlich auch nach und nach dazugeben, die Milch, falls ihr euch nicht sicher seid, wie viel ihr braucht. Wenn euch das dann wiederum zu dünn wird, dann arbeitet ihr einfach mit ein bisschen mehr Mayonnaise. Wir haben ja mehr gemacht, als wir brauchen. Aber das hier gefällt mir schon ganz gut. So, und jetzt muss ich einmal noch kurz weg. Gleich bin ich wieder da und erkläre euch, wie es weitergeht. Wie bei jedem Rezept ist das mit der Gewürzmenge immer so ein Ding. Jeder muss da seinen Weg finden. Also ich habe da jetzt nochmal mit der Tabasco-Soße, mit dem Paprikapulver und auch mit Salz nachgewürzt. Wie gesagt, das könnt ihr selber ausprobieren, was ihr denn da gerne hättet, wie viele gerne hättet. Und jetzt fehlt eigentlich nur noch der Schnittlauch. Den habe ich eben nochmal geholt. Der kann jetzt entweder, also in der Schüssel, wenn ihr das in der Schüssel reichen wollt, dann könnt ihr da jetzt einfach den Schnittlauch oben drauf streuen, sage ich mal. Ich werde das noch in so einer kleinen Sauciere oder einer netten Schüssel anrichten. Da kommt dann der Schnittlauch oben drauf. Das wird dann auch das Foto zum Ende dieser Folge. Und ja, genau da sind wir jetzt am Ende dieser Folge. Also, wie gesagt, kurzes Gericht. Gleichzeitig mit der Mayonnaise auch wieder so ein Basic damit drin. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal und lasst es euch schmecken.